Nächster Redner, Dr. Heribert Hirte für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer, und vor allen Dingen, wenn sie noch da wäre, würde ich es persönlich sagen, auch aus meiner Sicht herzliche Glückwünsche an die neue Bundeswirtschaftsministerin. Es freut mich ganz besonders, dass wir eine Juristin haben, die sich bei einem solchen juristischen Text und bei solchen juristischen Themen dann auch auskennt und Ihnen eben schon die entsprechenden Punkte dazu gesagt hat. Wir beraten hier über Ihren Antrag ein, ich sage es gleich, angeblich europa- und verfassungsrechtswidriges CETA-Abkommen verhindern. Ehrlich gesagt, der Antrag ist eine Dreistigkeit. Denn Sie sind mit dem Versuch gescheitert, mit einer einstweiligen Anordnung vor dem Bundesverfassungsgericht die Zustimmung der Bundesregierung zur einstweiligen Inkraftsetzung dieses Abkommens zu verhindern. Sie sind nicht nur einmal gescheitert, Sie sind zweimal gescheitert. Denn natürlich hat die Bundesregierung, das war dann der zweite Antrag, die Maßgaben, die es vor einer Zustimmung von Bundeswirtschaftsminister Gabriel vor seiner Zustimmung im Ministerrat für nötig gehalten hat, korrekt umgesetzt. Und jetzt ziehen Sie einen der Punkte, mit denen Sie schon in Karlsruhe gescheitert sind, erneut aus der Tasche, weil der juristische Dienst des Europäischen Parlaments eine abweichende Auffassung von der deutschen Bundesregierung vertritt. Es geht um die Frage, ob die Bundesregierung in dem erstmal völlig unwahrscheinlichen Fall, dass das Bundesverfassungsgericht das Abkommen endgültig als verfassungswidrig ansehen sollte, einseitig kündigen kann. Das sei so der juristische Dienst nicht möglich. Lieber Kollege, es tut wirklich Not, sich dazu einmal anzusehen, was das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt hat. Genau damit, wir haben es ansatzweise schon mehrfach gehört, hat sich das Bundesverfassungsgericht in seiner zweiten Entscheidung auseinandergesetzt und hat gesagt, die Bundesregierung hat die Erklärung durch die beiden Schreiben des ständigen Vertreters an den Generalsekretär des Rates und den ständigen Vertreter Kanadas in völkerrechtlich erheblicher Weise abgegeben und notifiziert. Etwaige Zweifel an der Bedeutung dieser Erklärung werden jedenfalls dadurch ausgeräumt, dass die Schreiben des ständigen Vertreters der Bundesrepublik Deutschland bei der Europäischen Union zur Erläuterung der darin enthaltenen Erklärung auf das Urteil des Senats des Bundesverfassungsgerichts verweisen, das hinsichtlich der Erforderlichkeit, die vorläufige Anwendung einseitig beenden zu können, eindeutig ist. So steht es in Textziffer 32. Dr. Hirte, erlauben Sie eine Frage? Er redet die ganze Zeit hier. Jetzt wollte ich noch mal zu Ende reden. Jetzt könnte man natürlich sagen, zwei Juristen, drei Meinungen. Das stimmt hier nicht. Denn wenn tatsächlich der Fall eintreten sollte, dass das Abkommen vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig qualifiziert würde, Deutschland einseitig kündigen würde und die EU das nicht bestätigen würde und dann auch noch der Europäische Gerichtshof die abweichende Auffassung der EU bestätigen würde, wäre die Lage nach unserem Verfassungsrecht völlig eindeutig. Denn wir hätten es mit einem ausbrechenden Rechtsakt zu tun, der von uns nicht zu beachten wäre. Sie bauen hier einen Popanz auf, den es rechtlich nicht gibt. Und das, finde ich, ist ein Unding. Ich empfehle Ihnen, ich habe es Ihnen vorgelesen, Sie sollten die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts lesen. Wir tun das, statt hier Zirkusvorführungen zu machen. Vor allen Dingen führen Sie die Menschen nicht in die Irre. Und dann fragen Sie dann vielleicht eine Zwischenbemerkung an die Kollegin Dröge. Sie fragen nach der Diskussion vor dem Bundesverfassungsgericht, es fehle die Rückbindung der Akte, der Ausschüsse auf unsere Parlamente. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ausführlich in der mündlichen Verhandlung, und wir waren gemeinsam da mit dieser Frage befasst, und hat gesagt, ja, Abkommen werden weiterentwickelt, denn Texte entwickeln sich weiter. Und der Vorsitzende, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, hat genau zu diesem Punkt gesagt, auch wir als Richter sagen später etwas anderes, als ich irgendwann einmal in der Historie dazu gedacht haben konnte. Auch das ist Irreführung. Und der zweite Punkt, OZBWG. Wir werden bei den Ausschüssen bei allen Fragen beteiligt. Das ist schon jetzt so. Da ist keinerlei Handlungsbedarf auf der Seite des Verfassungsrechts, des nationalen Verfassungsrechts. Auch das ist schlicht falsch. Und dann kommen Sie mit dem Argument, mit der Frage, warum wurde das nicht alles vorab mit dem EuGH geklärt? Klar, man kann viele Dinge mit den Gerichten klären.
Der entscheidende Punkt ist aber, was darin eigentlich sich offenbart, ist ein falsches Demokratieverständnis. Denn die Gerichte kommen doch erst zum Zuge, wenn wir hier entschieden haben. Und Sie haben eben schon gehört, Herr Westphal war es, glaube ich, der es gesagt hat, Sie hätten doch einen entsprechenden Antrag mit Ihren Freunden im Europäischen Parlament einbringen können. Das haben Sie nicht gemacht. Sie fördern mit solchen Anträgen das Demokratiedefizit, das Sie angeblich beseitigen wollen. Denn wir, die Deutschen, wollen mit Mehrheit Freihandel, weil wir davon leben. Und wir haben über diese Frage x-mal hier, auch das haben wir mehrfach gehört, beraten und entschieden. Diese Mehrheitsentscheidung wollen Sie konterkarieren. Und im Übrigen, Sie wollen, dass das Gericht angerufen wird, der Europäische Gerichtshof. Das Bundesverfassungsgericht, dessen Entscheidung akzeptieren Sie nicht. Würden Sie denn dessen Entscheidung akzeptieren? Auch nicht. Ihnen geht es doch nicht um die Sache. Ich kann nur sagen, die Mehrheit der Bürger unseres Landes und die Mehrheit der Bürger der Europäischen Union, die möchte eine starke Europäische Union, die möchte eine starke, auf Wettbewerb und auf Freiheit gegründete Gemeinschaft. Das ist das, was Sie zerstören. Und deshalb bin ich ehrlich gesagt erschreckt zu sehen, das muss man am Rande hier einführen, dass dem englischen Parlament gestern ein Gesetz vorgelegt wurde, mit dem die britische Regierung die Erlaubnis zur Stellung des Austrittsantrages aus der EU eingeräumt wird. Und dieses Gesetz umfasst, der Entwurf, gerade einmal zwei Sätze. Wenn wir eine öffentliche Diskussion brauchen, das ist dann die Frage, ob eine solche Basis in diesem Falle für das englische Parlament reicht. Und wenn wir eine inhaltliche öffentliche Diskussion brauchen, dann ist es nicht die öffentliche Diskussion über Freihandel, sondern über die Kosten des Protektionismus. Das können Sie gerne Ihren englischen Kollegen zurufen. Das Schlimme aber ist, mit solchen Anträgen fördern Sie die Enttäuschung über die Politik und das Misstrauen. Wenn wir es nicht mit Kanada hinkommen, und die Frau Höhn hat es gerade gesagt, Kanada ist ein guter Partner für uns. Mit wem sonst bekommen wir Freihandel hin? Vielleicht mit Nordkorea? Ist das Ihre Vorstellung? Und jetzt zitiere ich, lieber Herr Ernst, wir haben ja öfters zu dieser Frage diskutiert. Ja, wir kommen weiter nach oben. Bei Ihnen ist es unterirdisch. Ich zitiere jetzt Sie von 27. Februar 2015. Ich möchte das Thema, bei dem ich vorhin war, haben Sie gesagt, noch einmal aufgreifen, weil es wirklich sehr wichtig ist. Entstehen in Deutschland und in Europa wirklich Riesenprobleme, wenn wir bei diesem Abkommen, gemeint war TTIP, nicht dabei sind? Ich, haben Sie gesagt, glaube das nicht. Wir werden weiter nach Amerika liefern, weil unsere Produkte dort auch dann verkauft werden, wenn die Standards bei uns höher sind. Und wir werden weiter Produkte von den Amerikanern kaufen. Auf keinen Fall wird ein Arbeitsplatz in Deutschland gefährdet, wenn wir uns hier nicht beteiligen. Heute wissen wir, genau das ist in Gefahr mit Ihrer Blockadepolitik gegenüber den Abkommen. Wir hätten besser gestern als erst irgendwann in ferner Zukunft die entsprechenden Abkommen geschlossen. Dann hätten wir etwas für die freie Wirtschaft und die freie Welt getan. Das versuchen Sie zu verhindern. Denn es ist naiv zu glauben, dass wir von unseren Standards als gegeben ausgeben könnten und dass es nicht auch Regierungen in der Welt gibt, die auch über Rückentwicklungen nachdenken. Und mit dieser Begründung deshalb Freihandel zu torpedieren, bringt alle diese Grundwerte, die uns einigen, in Gefahr. Daher liegt Armin Laschet gar nicht so verkehrt, wenn er sagt, Zehntausende linke und rechte TTIP-Gegner haben ihren Wunschpräsidenten und mit ihrem Antrag machen sie Werbung für den Protektionismus von Donald Trump. Wir machen das nicht mit. Dankeschön, Dr. Heribert. Hirte, bevor Frau Tausend das Wort hat, hat der Kollege Ernst das Wort zu einer Kurzintervention.